Die Lackiererei Weiß in Siegen ist in vielerlei Hinsicht einzigartig, angefangen bei den Öffnungszeiten. Keiner liebt ihre Macken so wie wir, lautet der Slogan, den Sabrina Weiß nach der Übernahme eingeführt hat. Die Inhaberin, die selbst im Betrieb groß geworden ist, führt diesen inzwischen in dritter Generation. Im Gespräch mit Schaden-News-Redakteurin Carina Hedderich erklärt sie, wie sich das Unternehmen in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Ja, wir sind seit 1950 hier und haben uns kontinuierlich erweitert, vergrößert, um natürlich auch die ganzen Macken zu bearbeiten. Ja, mein Vater hat 1982 den Betrieb übernommen und da musste man ja kontinuierlich alles weitermachen. Wir haben 2001 waren wir die ersten, die auf Wasserbasislack umgestellt haben und so waren wir auch da führend in dieser Sache, weil 2003 wurde es, glaube ich, Pflicht. Ja, und dann haben wir 2016 mit Seon dann die Lackieranlage nochmal umgeändert, um auch umweltfreundlicher zu arbeiten. Um effizient arbeiten zu können, legt der Familienbetrieb viel Wert darauf, ausrüstungstechnisch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bei der Kundenkommunikation verzichtet Sabrina Weiß hingegen bewusst auf Online-Terminvergabe oder Ähnliches. Denn ihr liegt der persönliche Kontakt mit den Kunden am Herzen. Ich habe viele Kunden erben dürfen und auch natürlich neue Kunden gewinnen dürfen. Ja, weil alle Kunden ärgern sich, wenn die zu uns kommen. Also müssen wir ja schon ein bisschen doch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und uns dann liebevoll um die Macken und die Mackenbeseitigung kümmern. Und das steht uns ganz hoch auf der Fahne. Und wir möchten gerne, dass die Kunden sich hier wohlfühlen und nicht eine Nummer sind. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und unser Team, wir sorgen alle dafür, dass die Kunden sich hier wohlfühlen. Und ein Lachen ist immer ganz gut. Insgesamt 7 Mitarbeiter sorgen in Siegen dafür, dass die Kunden mit einem Lächeln wieder vom Hof fahren. Und damit haben sie alle Hände voll zu tun, denn die Werkstatt ist dauerhaft hoch ausgelastet, wie Betriebsleiter Christian Ludwig erzählt. Also ich würde jetzt mal sagen, 30 Durchläufe machen wir so mit den Autos und so. Und dann gibt es halt immer noch Kleinteile oder wir haben noch diverse andere Sachen, Motorradteile, dann Felgen, Motorradfelgen, die wir dann noch mitmachen oder Holzschränke oder, ne, das kommt ja alles dazu. Wir haben jetzt den Fahrradrahmen auch lackiert. Ne? Es gibt halt immer ganz viele unterschiedliche, diverse Dinge, die die Leute mit Farbe haben wollen. Um die hohe Auslastung mit der Zahl an Mitarbeitern bewältigen zu können, hat die Lackiererei Weiß 2022 in den sogenannten Big Box Blower von Werkstattausrüster Kartec investiert. Die Mattierungsanlage wird vom Team liebevoll Bernd genannt. Wir haben Bernd angeschafft, weil er hat keine Befindlichkeiten, er ist nicht krank, er hat keine Kopfschmerzen, er hat keine Bauchschmerzen, er funktioniert immer und er ist, wie kann man das jetzt am einfachsten sagen, er ist zuverlässig. Ne? Also da kann man sich auch drauf verlassen und man hat wirklich keine, mir geht es nicht so gut oder ich habe das vergessen oder ich habe das übersehen, er macht auch seine Arbeit zu 100% und vernünftig. Die Lackiervorbereitung und besonders das Schleifen von Kunststoffteilen und Felgen ist seitdem deutlich effektiver geworden, wie der Betriebsleiter berichtet. Also wir machen hier die Vorbereitung von Kunststoffteilen, also von Stoßstangen, die wir für den Füller vorbereiten. Und wir machen noch die Felgen dabei, also dieses Mattieren. Früher hat man die Felgen mit den Händen geschliffen, so kenne ich das noch. Da hat man mal 4 Stunden eine Felge geschliffen, wenn man die ganzen Speichen damit machen muss. Man kriegt den Mitarbeiter nicht ersetzt, definitiv nicht. Aber man hat diesen Prozess erleichtert. Das heißt, wenn man für eine Stoßstange 2-3 Stunden braucht, hat man das jetzt hier in 15 bis 20 Minuten, sage ich jetzt mal so, mit anziehen und mit dem Strahlen und dann nochmal abblasen und alles. Und dann mal nachkontrollieren, hat man so 20 Minuten für eine Stoßstange. Wenn man das mal so hochrechnet, hat man so im Gang, so könnte man so 10 Stoßstangen auf jeden Fall mattieren und für den Füller vorbereiten, ne? Oder für die Lackierung vorbereiten. Das ist auf jeden Fall eine totale Arbeitserleichterung. Es macht den Angestellten oder den Arbeitskollegen nicht weg, aber es ist schon was Praktisches. Trotz der Unterstützung durch Bernd soll die Zahl der Mitarbeiter auch in Zukunft weiter steigen. Vor allem die Ausbildung liegt Sabrina Weiß am Herzen. Deshalb beginnen zusätzlich zu den 2 Auszubildenden im Sommer 3 neue Azubis ihre Lehre. Wir bekommen im Sommer 3 Stück. Das heißt, wir bekommen 2 Fahrzeuglackierer und einen Karobauer. Darauf sind wir sehr stolz und froh. Und wir möchten gerne die Jungs, die jetzt wirklich arbeiten möchten, natürlich auch fördern.
weil das ist unsere Zukunft und wir müssen ja gucken, dass das doch alles weitergeht. Mhm. Wenn man sich nicht kümmert, dann geht es halt nicht. Und deswegen dann sind wir 5 Azubis und das wird schon ein anderes Arbeiten, bestimmt auch ein bisschen anstrengend, aber bestimmt auch ganz schön toll. Sabrina Weiß und ihr Team schauen trotz aller Herausforderungen also positiv in die Zukunft und setzen alles daran, um ihrer Kundschaft in Siegen auch in den nächsten Jahrzehnten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.